Pokal Lust statt Pokal Frust. Allen Querelen im Vorfeld zum Trotz. Guillermo Hernandez mit einem Grinsen im Gesicht und seine Spielerinnen. Die haben richtig Bock auf die Herausforderung beim Allianz MTV Stuttgart und seinem alten Co-Trainer Yannis Athanasopoulos, mittlerweile Chef bei den Schwaben und Meistertrainer 2019. Und schon von Beginn an war klar, dass das hier eine ganz harte Nummer wird für die Stuttgarterinnen. Rosa Koskelo einmal in die Trainerbank rein, hat sich zum Glück nicht wehgetan, aber der SC Potsdam startete furios in diesen ersten Durchgang. Nachdem das Spiel der Schwäbinnen in den letzten Jahren sehr auf Crystal Rivers zugeschnitten war, versucht Yannis Athanasopoulos ein bisschen Variabilität reinzubringen und das funktioniert über Michaela Mjenkova, die Rückkehrerin, gut eingesetzt von Pia Kästner mit dem Pipe-Angriff. Es war ein hochklassiger erster Satz, es war ein hochklassiges Spiel zwischen Potsdam und den Stuttgarterinnen und früh war auch Emotion drin. Beim SC Potsdam schauten alle auf Brittany Abercrombie. Die Diagonalangreiferin hatte zu kämpfen mit leichten körperlichen Problemen, ist aber pünktlich für dieses Halbfinale topfit und übernahm Verantwortung. Hier erfolgreich gut eingesetzt und mit einer guten Lösung im Angriff. Der SC Potsdam spielte weitestgehend fehlerfrei und zwang den Allianz MTV Stuttgart immer wieder zu Fehlern. So wie in dieser Situation Dora Grosser mit dem Angriff ins Aus. 25-20, etwas überraschend, der Satzerfolg. Es war nicht der Tag von Crystal Rivers. Sie wurde immer wieder abgekocht im Block von den Potsdamerinnen. Immer wieder war es auch Kelsey Feldman, wie auch in diesem Fall, verwertet dann im Nachhinein zum 16-8. Eine Machtdemonstration des SC Potsdam gegen den Allianz MTV Stuttgart. Guillermo Hernandez hatte seiner Mannschaft eine ordentliche Taktik mit auf den Weg gegeben. In Stuttgart wurde fleißig durchgewechselt, zum Erfolg führte das aber nicht. 2-0 Potsdam und schwupps war man nur noch einen Satz vom Pokalfinale gegen den SSC Pallenberg Schwerin entfernt. Die Ballwechsel teilweise spektakulär und immer wenn Stuttgart sich anschickte, aus einer Abwehr Kapital schlagen zu wollen, dann stellte Potsdam einen Block hin, der seinesgleichen suchte. Extrem erfolgreich, immer wieder Simone Speech, die das Ganze da vorne dirigierte und immer wieder zupackte. Und der Allianz MTV Stuttgart sah da einfach kein Land, suchte nach Lösungen und die Lösung hieß Dora Grosser. Die Außenangreiferin versuchte das Spiel in die Hand zu nehmen und kam hier aus dem Hinterfeld angesegelt mit etwas Fortune, aber erfolgreich. Die Rückkehrerin in die Volleyball-Bundesliga kam hier aus der Schweiz von Smash Pfeffingen, führte den Allianz MTV Stuttgart wieder rein in diese Partie, wieder rein in diesen dritten Durchgang, wollte das Vorhaben Mannheim noch nicht aufgeben. Nachdem sie 2018 bereits Finalluft geschnuppert hatte mit dem VC Wiesbaden, will sie das auch mit dem Allianz MTV Stuttgart. Rein in die Crunch-Time und hier braucht es Nerven und Geschick und genau das beweist Maria Segura, die spanische Außenangreiferin zum 23-22. Stuttgart schnuppert am Satzerfolg und Stuttgart holt sich den Satzerfolg. Dora Grosser nur noch 1-2, der Meister von 2019 ist wieder da. Wer jetzt aber dachte, die Spielerinnen des SC Potsdam knicken ein, lassen die Köpfe hängen, mitnichten. Vanessa Akbortabi gleich im ersten Ballwechsel der Partie eingesetzt über den Pipe, kraftvoll und emotional. Die Außenangreiferin, ganz wichtig in der heutigen Partie in Abwesenheit von Antonia Stauz, die leicht kränkelte, übernahm viel Verantwortung und blieb damit in den meisten Fällen erfolgreich. We keep fighting, we will come back, but stay together. This is important. Okay, let's go. Start from the first point now. Hella, let's go! Wir starten nochmal von neu, zumindest im Kopf. Das war die Ansage, aber so richtig sollte das nicht funktionieren. Crystal Rivers mittlerweile zum Zuschauen verbannt, aber auch ihre Ersatzfrau Lena Grosse-Scharmann nicht erfolgreicher. Bleibt hier am Block einmal mehr von Kelsey Feldman hängen. Die packte unzählige Male zu und führte ihr Team dann letztendlich ins DVV-Pokalfinale. Und wie sonst, außer mit einem Block. Laura Emmons und Simone Speech machen den Sack zu, 3-1. Und das Pokalfinale lautet SC Potsdam gegen SSC Pallenberg Schwerin.